Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch die letzte Grundmaschenart und zwar ein ganzes Stäbchen. Wir haben in dem ersten Video feste Maschen gelernt, in dem zweiten Video halbe Stäbchen und heute zeige ich euch ganze Stäbchen. Dafür brauchen wir natürlich wie immer den Anfang unserer Luftmaschenkette. Ich mache mir wieder 10 Stück. Die Schlaufe zählt noch nicht, sondern erst ab jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind meine 10 Luftmaschen. Und ein ganzes Stäbchen ist noch wieder ein Stückchen größer als ein halbes Stäbchen. Also brauchen wir, um in die nächste Reihe zu kommen, 3 Luftmaschen. Das sind dann unsere Steige- oder Wendeluftmaschen. Dann machen wir auch eine Schlinge, wie beim halben Stäbchen, stechen in die Masche ein, holen den Faden, dann haben wir 3 auf der Nadel. Und dann holen wir uns wieder den Faden, machen aber erstmal nur durch 2 durch. Dann haben wir wieder 2 auf der Nadel, holen nochmal den Faden und machen durch die letzten 2. Ja, ich hole euch nochmal näher dran. So, also ich zeige es nochmal. Eine Schlinge machen, wie beim halben Stäbchen. Dann in die Masche einstechen, den Faden holen. Dann haben wir 3 Schlingen auf der Nadel. Wir holen den Faden und maschen erstmal nur 2 ab. Und dann holen wir nochmal den Faden und maschen durch die anderen beiden ab. Das ist ein ganzes Stäbchen und wie ihr seht, sind die auch echt groß. Durch 2 und durch 2. Schlinge machen. In die Masche stechen, Faden holen, durch 2 und durch 2. Schlinge machen, durch die Masche stechen, Faden holen, durch 2 und durch 2. Und dann bin ich schon an meiner letzten angekommen. So, das ist jetzt eine Reihe Stäbchen. Ihr seht, wenn man zum Beispiel eine Schale oder eine Decke häkeln würde, mit Stäbchen ist man ratzefatze fertig, weil das einfach sehr hoch ist, sehr groß. Ich häkel noch eine Reihe und dann zeige ich euch das mal im Vergleich zu den festen Maschen. Auch hier, wenn wir wenden, müssen wir, weil das Stäbchen so groß ist, 3 Wendeluftmaschen machen, damit wir auf die gleiche Höhe kommen. Dann wenden wir das Ganze, machen wieder eine Schlinge und fangen wieder an mit unseren Stäbchen. Also 2 und 2 werden immer abgemascht. Das ist auch ganz einfach. Man könnte fast sagen, dass eine Reihe Stäbchen 2 Reihen feste Maschen sind. Guckt, das hier sind jetzt 2 Reihen Stäbchen und das hier sind 1, 2, 3, 4 Reihen feste Maschen. Also so viel oder so groß ist der Unterschied. Also wirklich das Doppelte von der festen Masche. Und auch immer noch ein Stückchen größer als das hier ist ein halbes Stäbchen. und das hier ist ein ganzes Stäbchen. Auch da seht ihr den Unterschied, ne? Und wie auch schon bei den anderen Maschenarten kann man auch zum Beispiel einfach nur ins vordere oder einfach nur ins hintere Maschenglied einstechen. Und dann hat man auch so eine Linie. Das passiert immer, wenn man zum Beispiel dann nur in die hinteren Maschen einsticht, dann hat man vorne eine etwas dickere Linie. Oder auch hier gibt es die Reliefstäbchen, sprich man macht die Schlinge und sticht nicht oben in die Maschen, sondern von der Seite hinter das Stäbchen, holt sich da den Faden und mascht dann ganz normal das Stäbchen ab. Dann hat man die wieder so oben drauf liegen, das ist dann wieder ein Reliefstäbchen. Man kann anstatt nur ins hintere auch nur ins vordere Stäbchen, Maschenglied stechen. Dann hat man die Linie nicht vorne, sondern hinten. Seht ihr den Unterschied? Auch da gibt es wieder verschiedene Arten einzustechen. Und jetzt übt ihr ein bisschen ganze Stäbchen. Und das nächste Video, was ich hochlade, ist dann schon ein Mustervideo. Dann könnt ihr schon richtige Muster lernen. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Und ich würde mich auch mal freuen, wenn ihr mir mal schreibt, ob ihr das ausprobiert habt. Ob das funktioniert hat, eure Stäbchen oder eure halben Stäbchen oder eure festen Maschen. Dann haben wir nämlich die 3 Hauptmaschenarten gelernt. Feste Maschen, halbe Stäbchen und ganze Stäbchen. Ich freue mich auf euch. Tschüss!